Hallo, willkommen zu neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. So. Oh Junge, das ist gerade laggy. Holy shit, das ist wirklich gerade richtig laggy. Okay, jetzt geht's wieder. Wobei, wir können das Haus auch ein bisschen einrichten. Bevor wir da eigentlich zum nächsten. Einmal das demnächst hier noch ein Haus holen könnten. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschrieben, um eure Lydia, Last zu tragen. ich würde mir gerne mal ein Dings ansehen jetzt. Ja. Oder war dein Inventar was so alles? So. Könnten ja mal gucken, ob wir zwei von den Ebenerdschwertern mal nehmen. Zwei Ebenerdschwerter. Hast du ein Ebenerdschild dabei? Ebenerdschild. Auf Rüstung, so. Ebenerdschild. Hast du eh bestimmt, glaube ich, gefühlt 10 dabei oder so. Fünf Stück sogar. Ihr geht vor, ich folge. Wie man lädt ja die ganze Zeit ab. Das war jetzt nicht geplant. So. Es sei aktuell nur ein Feld ausgerüstet. Ach. Ich könnte es ja nicht mehr ein Feld. Oh Mann, ey. Lydia über den eben Edge-Schreitaxt. Bin immer noch da. Ich stehe zu eurer Verfügung. Zwei Händer. Eben jetzt, ah, da eben jetzt Streitaxt. Ihr geht vor, ich folge. So, Waffe ausrüsten. Streitaxt. Ihr hättet einfach fragen können. Kann man nicht besser positionieren? Nee, okay. Hat aber was. Da. Warum stehlen? Alter. Links. Und rechts. So. Das sieht doch gut aus. Da war für die Waffe hingehangen. Ich gebe euch So, Deckung. Lydia, Wie kann ich euch ich will dienen? jetzt einmal ein Kultisten-Outfit haben. Nochmal. Das habe ich auch nochmal ganz gut da reinpassen würde. So. Wo haben wir es denn? Kultisten. Da, Kultistenmaske. Bisschen. Alter, Kultisten Handschuhe. Wo ist die Kultisten Robe? Kultisten Stiefel.
Da. Na gut, danke. Ihr geht vor, ich folge. So, Rüstung. Dann hier nehmen wir mal. Das geben wir den, geben, geben und geben. So. Alter, gut aus. Ja, einen Waffenständer noch einmal schönes. Bin immer noch da. Also, unsere ganzen Artefakte kommen Ich eh an stehe der, zu eurer oder unsere Verfügung. ganzen Waffen kommen wir eh alle dann erst zu der Dings. Ich glaube, wir kommen ja einfach einen, wir hängen da einfach dann eben erst Schwert oder eben erst zwei hin dahin. Den Ebenerzbogen, wenn das geht. Und einen, wie heißt das? Wetterklingen nicht. Ach komm, hier ein Dreamer-Schwert, Donnerkeits. Dann mal. So. Ebenerzbogen. Ebenerzbogen packen wir in die Mitte. Warum ist die Waffe nicht mehr aufhängen? Einfach ein Dings hier. Mit Stehen markiert. Hier wird zwei Händler, kommt dann nach oben. Und das Streamer-Schwert des Donnerkeils kommt nach unten. Auch wenn nach meinem Geschmack der Keller ein bisschen mehr Ding sein könnte. Aber was vor allem der Raum hier? Aber eigentlich haben wir jetzt hier alles. Aber wir können ja auch Waffen hinpacken. Ich bin direkt hinter euch. Wie kann ich euch Ah dienen, ja, Tarek? könnte man sehen. So, Lydia, dann will ich da mal eben als Kriegshammer, glaube ich, haben. Oder? Nee. Das kommt nach Weißlauf. Nach Falkenring oder wo wir unser Haupt ja welches aufschlagen wir können der Vulkanglas Kriegsaxt dahin hängen, die sieht ganz gut aus. Und Vulkanglas Schwert können wir da aufhängen. Dädrischen Dolchen, dann. Ne, den will ich da noch nicht hängen haben. Nur wird aber ein Schild, Stahlschwert. Ach komm, ich hatte Bock auf ein Nordschwert noch. Dann mal los. So. Ausrüsten, so Vulkan, das Axt, Vulkan, so, die Axt, Schwert, so. Hä? Hä? Ach, geht das nur? Es geht nur mit einem rechten Waffenslot oder was? Okay, dann packen wir als erstes will ich dann den Stahlspalterpunkten drin haben. Fuck. Ach. So, jetzt hat das mal nicht gepasst. Du trägst auf den kannst dich rennen, ja, ich weiß. Dann will ich da noch die Axt haben. Aber die können wir halt irgendwie nicht. Doch, können wir. Und dann will ich auch das Vulkanglas-Schwert da haben, weil es auch schön aussieht, so. Das ist gestohlen. Warum wird die Hälfte der Waffe einfach sagen, ja, stehlen? Why?
So, wir haben eigentlich alle dort sind hier verballert oder über dran gehangen. Ist aber ein schönes kleines feines Haus auf jeden Fall. Wir haben überwiegend eben jetzt Sachen hier rumhängen. Ich glaube, wir rüsten mal wieder unseren Malz weg aus hier so. Wo ist mein Drachenknochenschwert? So. Aber fällt auf, ich muss meine Kopfhörer mal einstecken. Moment, sorry. Ein bisschen lauter werden, weil ich habe den Kopfhörer nicht eingesteckt, das ist viel grob. Deswegen höre ich auch nichts. So. Eigentlich haben wir alles hier. Und das nächste Ziel wäre eigentlich. Wir haben hier noch ein paar Quests. Wir müssen da hinten hin noch, wir müssen da noch hin. Da bist du bei der Altstadt. Da wirst du auch ein Exemplar finden von dem Buch. Das heißt also am besten, ich würde sagen, am besten wir schleichen uns mal, wir gehen mal durch unser Haus dann aus der Stadt. So, nehmen wir. Lydia? Ich gebe euch Deckung. Ach, hallo, da bist du ja. So. Ich finde, das sieht schon geil aus. Beide auch da mit den Ebenerzwaffen. Mit den. Oh, zwei Streitäxte und ein Schild wäre aber noch geiler gewesen. Und das machen wir mit Drachenknochen-Style. Zwei verzauberte Streitäxte. Ihr brauchtet ja. Okay. So haben wir es auch schon mal. So, dann will ich mal Schnellreise machen, damit wir unser Pferd auch haben. Oder obwohl, nee, noch nicht. Weil ich will eigentlich. Ich will eine Konstante machen. Ja.
So, dann können wir jetzt nämlich darüber. So, dann haben wir hier unser Pferd. Dann reiten wir bei diesem dichten Nebel mal los Richtung der Nordruine hier. Vorher müssen wir dann nochmal ein Windfest, Winterfest, ein Winterhelm vorbei. Ich würde auch schon sagen, Winterhelm. Oder Windfeste. So. Ist das selber, aber ist das da richtig? Nee. Wir umreiten gleich mal die Festung. Bevor die Festung eher uns gehört. So. Aber der Weg zumindest sagt, dass es sogar richtig ist. So, hier schau Steine. Hä? Was hat er überhaupt gegen uns? Komm, Lydia. Lydia. Hallo. Okay. Da geht's auch ab. Alter. Ach, Lydia. Komm, Lydia. Was ist das scheinbar auch ein questrelevanter Charakter? Lydia? Ah, da kommst du ja. Ich würde echt krass, was für geile Rüstung wir mittlerweile haben. Mit dem verzauberten Drachenknochenrüstung, Lydia mit der vollen Detra-Rüstung. Ich mit der stärksten, sie mit der zweitstärksten Rüstung im Game. Ich vor allem mit dem generell stärksten Waffen im Game. Oh. Moin.
Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich weiterfreuen. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.